Hello. 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 Nice to meet you too. Nice to meet you. Great. Thank you very much. In your monitoring. Yes. My German. My French. Oxygen hat sich gut 15 Millionen Mal verkauft. War es der Reiz nach etwas Neuem oder war es einfach vielleicht gerade genau der richtige Ton zur richtigen Zeit? Was hat den Erfolg ausgemacht? Was glaubst du? Non, je crois que, enfin, je me suis toujours intéressé à la musique électronique. Ich habe mich sehr früh für elektronische Musik interessiert, seitdem ich Student war. Ich habe also auch elektronische Musik studiert und ich wollte immer diese Kreuzung zwischen klassischer und Rockmusik probieren. Und diese elektronischen Instrumente sind im Grunde genommen die Stradivari der elektronischen Musik. Das war eine neue Art an Musik ranzugehen. Jetzt hast du, glaube ich, als Rockgitarrist aber begonnen. Wann kam irgendwo der Umbruch, wo du gesagt hast, okay, das Handwerkliche, das habe ich jetzt gelernt, ich weiß, wie es geht, aber jetzt fange ich mal das Experimentelle ein bisschen an und widme mich mal ein bisschen der anderen Musik. Oui, c'était la première fois, ja, das war, qu'on pensait la musique pas seulement en termes de notes, das erste Mal, wo Musik nicht mehr als Noten verstanden wurde, sondern als Klang, als Ton. Und das ist eine Idee, die weiterentwickelt wurde, weil jeder heutzutage macht irgendwie elektronische Musik. Das war also eine neue Vorgehensweise, ein bisschen wie bei der Malerei. Neue Vorgehensweise, auch die Form der Konzerte, wie du sie präsentiert hast, das ist unglaublich. Wir haben hier vorne in Gizeh, da gibst du ein Open-Air-Konzert. Im Hintergrund können wir die Pyramiden sehen. Ich glaube, hinter uns ist noch Paris, ist da noch am Place de la Concorde. Und das waren in Moskau, haben wir auch gehört, fast 3 Millionen Zuschauer. Das sind natürlich Spektakel, die heute kaum denkbar sind. Wie kommt so etwas Superlatives zustande? Und gerade unsere Mundstühle stellen sich die Frage, haben tatsächlich alle Eintritt gezahlt? Seit jeher war ich an der deutschen Oper interessiert, an Wagner, an Musik, das im Grunde genommen nichts anderes brauchte, aber auch ein Mann, der mit Zimmerleuten, mit Malern gearbeitet hat. Die elektronischen Instrumente, die wir heute sehen, im Gegensatz zu Geigen, die für die Bühne entwickelt wurde, diese elektronischen Musikinstrumente sind für im Labor entstanden. Und ich wollte also im Grunde genommen die visuellen Technologien unserer Zeit auch mit einbeziehen. Laser, Licht und so weiter. Und dafür braucht man Platz und auch ein bisschen Deko im Hintergrund. Du hast die Pyramiden genommen, bescheiden wie du bist. Ist man auch ein Mensch wie du? Spürt man da eine Form von Aufregung noch zu wissen? Gut, der Mensch hat gesagt, es werden wahrscheinlich jetzt so 3 Millionen Russen sein, die zugucken. Ist ja schon eine Ansage. Ist man da irgendwie anders, als wenn man ein Konzert in einer Konzerthalle von vielleicht 6.000 Menschen gibt? On ne le sait pas à l'avance. Das weiß man von vornherein nicht. Die Producer wären natürlich sehr froh, wenn die wüssten, wie viele Leute kommen. Aber im Außenbereich hat man da mit einer anderen Skala zu tun. Das ist sonst natürlich mit einem kleineren Publikum einfacher als auf einem Riesenplatz, wo sie nur ein Teil der Szenerie sind, mit sehr viel Technik drumherum. Und nicht nur mit dem Musiker. Super. Wir freuen uns, dass du uns besuchst. Und ich danke dir, dass du da gewesen bist. War eine große Ehre. Jean-Michel Jarre. Merci beaucoup. Dankeschön. Dankeschön. Und wir machen eine kleine Unterbrechung. Bis gleich.